Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's in die Vulkaneifel. Bei bestem Wetter, allerdings soll am Ziel halt relativ trocken sein. Wir schauen mal. Bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Jetzt müssen wir erstmal in Richtung Pulheim fahren, Mitfahrer abholen und ja, dann fahren wir weiter. Wie gesagt, ich bin mal echt gespannt. Das Wetter hat sich doch deutlich gebessert. Kein Regen mehr. Ab und zu scheint mal ganz minimal die Sonne durch, obwohl es soll ja bewölkt sein. Ist aber okay, wenn das so bleibt wie jetzt, habe ich da kein Problem mit. Wir sind ein bisschen früh dran, deshalb schleiche ich jetzt noch ein bisschen hinter dem Wohnwagen her. Ich habe gerade schon mal ein ganzes Stück gemacht. Und ja, dann sehen wir uns gleich auf dem Trail. Ja, dann sage ich mal willkommen in der Vulkaneifel, ne? Ich Echo. Ah, alles gut. Muss die Bremse noch einbremsen. Mache ich gerade schon die ganze Zeit. Guck mal, wir haben schon 500 Meter. Sollen wir hier Pause machen auf die Liege? Ja, ist ein Nürburgring direkt um die Ecke quasi. Da habe ich schon mit dem Rennrad gemacht, 24 Stunden. Auf dem Nürburgring? Aber diese Bücher, finde ich, die sind ja mehrmals gefahren, um dann sag mal, die richtigen Wege zu finden. Ja, stimmt. Ich hab einfach nicht gesehen. Scheiße. Ja, da will ich hin. Und das war ruhig.
geil mit dem Wetter, echt Glück gehabt. Oh, Glas. Ja, ist richtig. Bikepark ist einfach so ein bisschen zu viel Bikepark. Nee, geht gar nicht. Jo. Thank you.
Ja, lustig, dass er sagt, die Tour ist zu weit weg und er will zum Anfang navigieren. Ich sag nein. Und jetzt ist er mittendrin und macht einfach weiter. Ja, das startet da wahrscheinlich von alleine. Ja. Sobald du dich bewegst. Okay. Mhm. Aber ich mach's nicht wie Dominik. Und ich fahr ohne Helm. Okay. Mit schlaffen T-Shirt. Gleich mit mir zurückfahren. Aber du bist nicht der Jungs, oder? Ne, links ist gleich rechts. Der rechts runter, ja. Schöne Anliegerkurve hier. Meins geht. Heute einfach kein anspruchsvolles Gelände. Naja, einfach mal so ein bisschen locker cruisen hier. Echt schön hier. Ist von allem was dabei. Downhill-mäßig oder so natürlich gar nichts, aber auch nicht sehr traillastig. Einen hatten wir, aber da hatte ich die Kamera nicht an. Verpennt. Ach so. Also, der eine Ast, der wehtut. Scheiße.
Kleiner Schal, weil ich nicht auskennt. Jetzt hätten wir noch mehr ballern können. Der Kamera sieht das bestimmt wieder nach gar keiner Steigung aus hier. Au. Au, au. Dorne.
Ja, heute einfach kein anspruchsvolles Gelände. Naja, einfach mal so ein bisschen locker cruisen hier. Echt schön hier. Ist von allem was dabei. Downhill-mäßig oder so natürlich gar nichts, aber auch nicht sehr traillastig. Einen hatten wir, aber da hatte ich die Kamera nicht an. Verpennt. Ach so. Also, der eine Ast, der wehtut. Scheiße. Ja klar. Hier, bleibt ihr aktiv. Nö. Was für ein Ding? Ich sagte, bleibt ihr aktiv. Hey, wie viel Stockwerk hat denn das Ding? Wie viel Stockwerk hat denn das Ding? Also, zwei Treppen ist immer ein Stockwerk. So, gut, okay. Ja, das habe ich ja auch.
Da ist gerade so ein Stock hochgeschlagen, voll gegen die Zehe. Nee, tut richtig weh. Ja, ne? Thank you.
So, jetzt Heimreise. Ja, war ein langer Tag. Heute uns mal mit dem Mountainbike die Vulkaneifel angeschaut. Muss ich sagen, gefiel mir echt gut. Schön viele Strecken bei. War jetzt nicht sehr traillastig, aber halt ein schönes Ausflugsziel. Kann man mal, um in Ruhe zu fahren, hinfahren. Wobei von den Höhenmetern, die wir da gefahren sind, war es auch schon nicht ohne. Also ich fand es echt gut. Kann ich nur empfehlen. Die Route als, also den Link zu der Route werde ich unten in den Kommentaren posten, beziehungsweise unter dem Video direkt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sehr langes Video. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.